Willkommen, meine lieben Freunde, willkommen bei The Bird Story. Heute hat man mir, nicht heute, sondern vor ein paar Tagen, hat man mir ein Geschenk gemacht mit einem kleinen Hinweis darauf, dass diese Person das doch gerne hätte, dass ich dieses Spiel doch mal, beziehungsweise es ist doch nicht mal wirklich ein Spiel, es wird eher ein Commentary als ein Spiel sein, weil es hat sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig wirklich interaktiven Inhalt. Es ist vielmehr schon fast eher wie eine riesengroße Katze für etwas, was kommen wird. Es ist die Vorgeschichte, wenn man so möchte, ein Zwischenakt zwischen To the Moon 1 und dem To the Moon 2, wenn man so möchte. To the Moon 2 wird es wahrscheinlich nicht heißen, aber eben halt der zweiten Teil der Serie der To the Moon Reihe. Und dazwischen spielen wir jetzt eine kleine Geschichte, die sich A Bird Story nennt. Ja, warum das jetzt ist, wieso wir das machen, das ist einfach nur da. Wir waren, wie gesagt, das hat mir jetzt Geschenk gemacht, da will ich das auch natürlich nicht unkommentiert lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, dann gehen wir das jetzt einfach mal ein Stück dran und schauen einfach mal, was uns A Bird Story denn erzählen möchte. Ja, und A Bird Story ist in viele Kapitel aufgeschaltet und wir wollen uns natürlich auch angucken, wie das Ganze hier funktioniert. Wir können das entweder mit der Leertaste, der Enter-Taste mit Escape wahrscheinlich wieder zurückgehen. Mehr wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Und wir fangen einfach mal gleich hier vorne an. Glücklicherweise gibt es das Spiel auch auf Deutsch. Ich hoffe, die deutsche Übersetzung ist einigermaßen gelungen, dass wir alle daran Spaß haben werden. Alles andere wäre nicht ein bisschen traurig. Und wie es aussieht, handelt es sich hier schon mal um diesen kleinen Jungen. Ja, das wird wieder ein sehr, sehr ruhiges Commentary. Ein sehr, sehr interessantes, vielleicht auch reicht philosophisch. Guck mal, das Wort philosophisch ist mir unbekannt. Von daher müsst ihr euch gar keinen Gedanken machen, dass es zu schlimm wird anscheinend. Ja, wer sich an To the Moon erinnert, der wird sich auch denken, wie dieses Let's Play hier ablaufen wird. Momentan leider auch gerade so ein bisschen im Sonntagsblues. Ja, haben wir gerade 8 Uhr. Ich weiß, dass ich am besten sowas aufnehmen kann, wenn es morgens ist oder spätabends. Ja, in dem Fall dachte ich mir, Mensch, du kannst gerade nicht schlafen. Warum lässt du da nicht einfach nochmal den Mund ein bisschen plappern und redest ein bisschen über dieses Spiel? Warum ist dieser Baum so wichtig? Und warum sind diese Handtücher so wichtig? Und alles andere, was da so rumliegt. Und wer ist dieser Junge? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber eines. Und das ist das, was ich über dieses Spiel weiß. Weshalb ich ein bisschen Platz für mich selber haben werde. Dieses Spiel kommt wohl, soweit ich weiß, die meiste Zeit, wenn nicht sogar die ganze Zeit, ohne Dialoge aus oder Monologe. Es ist ein wortloses Spiel. Wir sind darauf angewiesen, selber die Dinge zu deuten, uns anzuschauen und uns einen kleinen Gedankengang dazu zu schaffen, was hier passiert. Und ich mag jetzt schon mal, will ich an der Stelle schon mal sagen, die musikalische Untermalung, die gefällt mir schon mal. Damit kann ich schon mal sehr viel anfangen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne auch weiterhin so. Nun denn, dieses Spiel wird uns vor keine großen Aufgaben stellen. Es wird uns etwas zeigen wollen. Wir werden dieses Spiel an sich nur ein bisschen begleiten, wenn man so möchte. In dem Fall begleiten wir anscheinend diesen kleinen Jungen, dessen Name ich nicht kenne, aber dessen Zeit anscheinend rückwärts läuft, wenn man so möchte. So sieht es zumindest aus. Und dieser Junge befindet sich wieder nirgendwo. Und wir steuern uns rückwärts. Wir gehen anscheinend in der Zeit zurück, wenn man so möchte. Und die Lichter gehen hinter uns aus. Die Vögel fliegen rückwärts. Die Zeit spielt rückwärts. Alles hier ist rückwärts. Unser Schatten läuft rückwärts. Was genau suchen wir? Was genau werden wir finden? Und was genau baut sich hier zusammen? Es sieht aus wie der Flieger. Und auf diesen Flieger werden wir raufgehen. Dieser Flieger fliegt jetzt gerade von alleine. Natürlich nur als Papierflugzeug. Eben schon gesehen auf der Balkonszene. Warum laufen wir zurück? Warum gehen wir zurück in der Zeit? Was genau passiert hier? Sind wir alleine? Warum gehen diese Lichter aus? Wohin sollen wir gehen? Wir befinden uns an einem Spielplatz, würde ich schon fast sagen. Und wir sind nicht der Einzige hier. Nein, es handelt sich sogar um die Schule. So würde ich jetzt spontan mal spekulieren, dass es sich hier um ein Schulgebäude handelt. Ja. Das sieht mir eindeutig aus wie ein Klassenraum. Von daher denke ich mal, dass wir mit dieser Vermutung nicht so falsch liegen. Und die Lehrerin hat an die Tafel, der Unterricht beginnt. Stille im Schulzimmer. Aber wir? Was machen wir? Die Musik klingt leicht aufregend. Und denkt unser kleiner Junge. Wir lesen.
Wir blättern. Wir fragen uns, was es zu essen gibt. Nein, Rüdiger, das fragen wir uns nicht. Wir gucken einfach ein bisschen und schauen aus dem Fenster. Was sehen wir dort? Tiere spielen. Ein bisschen Wildnis. Und wir wünschten uns gerade so ein bisschen, dass wir draußen wären. Einfach nur Freizeit. Raus aus den vier Wänden. Und da kommt ein Junge. Und ich glaube... Oh! Der klaut uns hier. Der wirft hier mit dem Papierflieger. Oh! Wenn wir dafür nicht mehr Ärger kriegen. Kritischer Moment in der Klasse. Was wird die Lehrerin tun? Und was malt sie dort überhaupt? Oh, der Flieger ging vorbei. Der Flieger... Er ging an die... Nein, er ging an die... Oh Gott, er ging an den Kopf. Ich dachte, es ging... Oh shit. Der war's gewesen. Er zeigt natürlich auf ihn. Das habe ich genau gewusst. Tschüss. Strafe muss sein, mein Junge, für etwas, was du nicht getan hast. Ja, also welche Momente hatten wir alle im Leben? Wo wir bestraft wurden für... Oh! Das bekamen sie mit, dass er weggehen wollte. Ja, auch ich hatte mal so einen Moment in der Klasse gehabt, wo ich stillschweigend in der Klasse saß. Mein Schulkollege, den ihr alle kennt, aber darauf gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Aber wir sind ja nicht alleine. Während andere Unterricht haben, laufen ja andere Kinder herum. Natürlich alle schattiert. Alle ohne großartiges Gesicht. Statisten. Gabe passt unwichtig für ihn. Aber wichtig insofern, dass er vielleicht gerne mit will. Mal sehen, unser Freund. Oh! Ach ja, da war ja was. Die Lehrerin will ja, dass wir da bleiben, aber... Tu mal so, als hätten wir das nicht mitbekommen. Nein, wir haben es nicht mitbekommen. Wir wollen jetzt mitgehen. Wir gehen jetzt einfach mit diesem lieben Kleinen hier mit. Und wie es aussieht, sind hier Bäume auf den Spinden. Und es scheint mir schon fast so, als würden wir rüberwechseln auf den Spielplatz, wo wir die ganze Zeit schon hin wollten. Ich meine, wer hat noch Lust, in der Schule zu hocken? Ich persönlich konnte die Schule eh nie großartig leiden. Grauer Stoff, nie wirklich interessante Dinge für uns. Und wir können anscheinend uns einfach durch Schatten durchbewegen und sie tauchen dann später wieder auf. So als wären sie gar nicht wirklich da. Aber hier sollen wir uns gar nicht befinden. Wir sollen uns hier ein bisschen weiter umsehen. Vielleicht hier auf dem Weg? Nein. Vielleicht passiert hier irgendwo etwas Verdächtiges, irgendwas Aufregendes. Vielleicht sollen wir uns hier mit auf die Wippe setzen. Weil immerhin ist hier auch eine Schattierung von uns. Springen wir doch mal drauf. Aber will jemand mit uns wippen? Sieht nicht so aus, als wenn... Ja, wenn man da alleine wartet. Klar. Dann ist das natürlich alles ein bisschen mistig. Niemand kommt zum Spielen. Wenn man da Außenseiter ist, dann kann man sich wahrscheinlich sehr gut hiermit gerade identifizieren. Aber wir gehen einfach weiter rechts. Wir lassen uns davon gar nicht weiter ärgern. Gehen wir einfach weiter in den Park? Ist das vielleicht der Weg nach Hause? Nein, das sieht mir hier nach einer sehr schönen Waldlandschaft aus. Und wir befinden uns auch in einem Wald. Andere Kinder laufen hier natürlich auch rum, als sie verschwinden. Sie gehen hier nicht weiter. Wir gehen hier aber weiter. Wir gehen jetzt anscheinend in die Stadt rein. Wir bewundern das Ganze hier so ein bisschen. Und hier ist ein Haus. Ein Hotel. Ein Block mit der Nummer 152. Können wir da reingehen? Ja, sieht so aus. Na denn. Ist hier denn irgendwas Interessantes für uns? Also nichts, was wir anklicken können. Wie gesagt, das Spiel kommt zum größten Teil ohne Text aus. Können wir nochmal zurückgehen? Ja, können wir nochmal. Ich will nochmal kurz zurückgehen. Nee, das Spiel lässt uns auch nicht. Das Spiel sagt uns eindeutig, hey, du musst da noch was erledigen. Okay, gut. Dann werde ich dagegen auch gar nicht gegen angehen. Sondern werde hier natürlich zum Fall gehen. Ich wollte vielleicht einfach nochmal die Umgebung sehen, aber vielleicht kommt er auch nochmal zurück. Ach so, hier musste ich jetzt Enter drücken. Und das fahre ich hier mit dem lieben anderen Schattierung mal nach oben. Und gucke, was uns hier erwartet. Aus der Schule wurden wir rausgeschmissen. Wollten hier... Wird ein bisschen begutachtet gegeneinander, wie man das halt tut, wenn man auf engem Raum ist. Irgendwo finden sich immer die Blicke. Früher oder später schaut man sich immer seine Mitmenschen an. Oh. Okay. Also wie gesagt, früher oder später schaut man sich immer seine Mitmenschen an. Ja, das scheint kein sehr wohlgepflegter Haushalt zu sein. Nicht im geringsten. Wir gehen einfach mal hier unten rein. Ich schätze mal, wir wohnen hier. Sowas in der Art.
Ah, es ist aber kein schöner Haushalt, in keiner Art und Weise. Ah, aber wir sind jetzt zu Hause. Die gewohnten vier Wände, raus aus der Schule. Einfach hier, gerade wir zu Hause abhängen. Sind wir denn alleine? Oder wohnen wir hier mit unserer Familie zusammen? Oh, doch, der Strom scheint zu funktionieren. Ein warmes Licht strömt hier in den Raum rein. Beruhigt uns. Und wir erhalten einen Zettel, den wir lesen. Ein Text, ein Brief. Und anscheinend sollen wir hier gleich mal rausgehen. Und es scheint mir schon fast so, als... Ja? Okay. Einfach so auf dem Bett spielen. Du bist mir ein guter, weißt du? Aber so auf dem Bett spielen kann ich auch. Da ist übrigens ein Lichtschalter. Ah, dann können wir das Licht hier anmachen. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Dann gehen wir einfach mal da draußen. Wir sollten. Und ich glaube, wir bauen da wieder einen Papierflieger. Ich sehe das schon kommen. Was auch immer auf diesem Text ist. Wir wissen es nicht, aber ich habe das Gefühl, wir bauen gleich wieder einen Papierflieger. Nee, wir liegen zu den anderen ganzen Briefen. Das ist nicht der erste gewesen, den wir gekriegt haben. Ja, Schulsachen weg. Erstmal Hausaufgaben entspannen. Was liegt an, Kumpel? Oh, ich merke, Hunger hat der Kerl. Ja, so lässt sich natürlich nicht büffeln, so lässt sich keine Hausaufgaben machen, so lässt sich nicht arbeiten, ab an den Kühlschrank. Ich frage mich, was es zu essen gibt. Entschuldigung. Das war aber jetzt mehr als eindeutig. Ja, erstmal muss sowieso Fernsehen geguckt werden. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Oh, okay. Ah ja, wir müssen ja noch arbeiten. Guck mal, da hat sich der Junge schon mit dem Essen schon wieder, ne? Ich meine, gut, macht ja nicht jeder. Der hat sich erstmal mit dem Essen hier hingesetzt. Ich wollte schon ihm fast vorwerfen, dass er sich vor seinen Hausaufgaben drückt, aber ich hatte ja zum Beispiel hatte ich einfach mein Kram mit zum Schreibtisch mitgenommen und hätte da einfach angefangen zu lernen. Letztendlich gleicht sich das ja nachher aus, aber ich kenne mich selber da ja sehr gut. Machst du das denn auch ordentlich, mein Freund? Ich hoffe doch für dich. Weil sonst wäre das nämlich schade. Aber dieses Spiel wird uns auch in dem Fall zeigen, will uns wahrscheinlich auch zeigen, wie man auch ganz gut ohne Worte auskommen kann. Was ist jetzt los? Oh shit, was hast du getan, mein Freund? Ups. Du hast einfach was gegen die Wand geworfen. Findest du das denn okay? Nein, wir schreiben einfach weiter. Ach, ich glaube, er weiß nicht, wohin mit seinen Ideen. Ich glaube, es kann auch sein, dass er versucht zurückzuschreiben. Wenn er jetzt wieder eine Seite rausreißt, oder ich letztes Mal das in seiner Hausaufgabe. Ich habe gerade einfach Ideen im Kopf. Entweder versucht er einen Brief zurückzuschreiben, vielleicht einen Brief von jemandem bekommen, wie er zurückschreibt. Vielleicht lernt er gerade für die Schule. Oder vielleicht verzweifelt er auch gerade daran und schläft gerade dabei ein, so sieht es aus. Weil was auch immer er gerade macht. Gute Nacht. Eine Decke. Das war wahrscheinlich die Mutter oder der Vater gewesen, die ihn da so vorgefunden haben beim Lernen und haben ihm das mit der Decke zugeworfen. Aber das müsste bestimmt auch ein putziger Anblick sein. Oh shit, oh shit. Da klingelt auch der Wecker, mein Freund. Es ist 7 Uhr. Wow, Perfektionist. Der macht das nicht zum ersten Mal. Der ist das gewohnt. Nun denn, was steht an? Geht's jetzt schon wieder zur Schule? Ist das dein grauer Alltag? Irgendwas? Ach, die Decke. Hier zu den Eltern gelegt. Eltern sind anscheinend die meiste Zeit nicht zu Hause. Ah, ja. Ich habe das Gefühl, die Eltern sind bei ihnen die meiste Zeit nicht zu Hause. Und deshalb hinterlassen sie ihnen Briefe. Können wir vielleicht noch das Bett machen gehen? Geht das? Das frage ich mich gerade so ein bisschen, ob man denen das Bett vielleicht machen kann. Das wäre irgendwie süß, wenn das gehen würde.
Weil ich das gerade so sehe. Nee, geht leider nicht. Schade. Ich hätte es gemacht. Also ich hätte jetzt das Bett noch gemacht, wenn ich das da gerade so liegen sehe. Habe ich das auch manchmal gesehen, aber manchmal habe ich das dann gemacht, wenn ich mal einen guten Tag hatte. Warum nicht? Also, was haben wir hier? Oh, du hast den Rucksack vergessen. Oh, Mann, du. Also typisch ich, weißt du? Bist so wie ich, mein Freund. Bist genauso schusselig. Die Tuba ist schon witzig. Ach, jetzt hast du dein Buch auch noch vergessen. Ach, du vergisst alles, weißt du? Weißt du, aber wenn ich dich nicht hätte, ne? Dann würde ich auch nicht dran denken. Muss ich dir einfach mal ganz ehrlich lassen. Also ich nehme dir das auch gar nicht übel, mein Freund. Von daher, denk dir nicht zu viel dabei. Das ist okay. Jetzt aber können wir gehen. Was haben wir denn noch für einen Zettel? Zu essen willst du auch noch haben. Juhu. Ein grauer Muffin. Wir haben 3 graue Muffin-Punkte. Wuhu. Mal gucken wir mal nach. Es regnet. Oh Mann, da sollten wir uns mal lieber... Okay, das war eindeutig die Mutti. Die Mutti sagt wahrscheinlich, es regnet, nimmt ihr eine Regenjacke mit. Aber was macht unser Freund? Nein, mache ich nicht. Ich gehe durch den Wald, ich gehe durch die Straße. Okay, 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 okay. Es tut mir leid. Ich hätte drauf achten müssen. Ich hätte drauf achten müssen. Und jetzt sind wir in der Schule und jetzt sind wir wieder im Klassenraum. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin jetzt auch da. Weißt du, ich bin jetzt auch da, meine liebe Lehrerin. Es ist... Ich glaube, entweder es ist 12 oder es ist 3 Uhr. Aber wir gucken eh wahrscheinlich nur wieder aus dem Fenster rechts. Oh, wir sind eingepennt. Oh, shit. Wenn das mal nicht jemand mitkriegt, das kriegt jemand mit. Oh, das muss wird jemand mitkriegen. Das kriegt immer jemand mit. Nö. Oh, mach die Augen auf, Junge, wenn dich jetzt jemand hier sieht. Oh, shit, ich hab's dir gesagt. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, mach die Augen auf. Oh. Super Schritt! Okay, selber schuld, würde ich sagen. Wirklich verliebt scheinst du auch nicht in der Schule zu sein. Wirklich wie Mühe geben. Kann ich dir nicht verübeln. Ich würde nicht sagen, dass du dir keine Mühe gibst, aber du musst dir auch mal eine Auszeit gönnen, mein Freund. Aber wie Auszeit gönnen, wenn jemand mit dir eine Auszeit verbringt? Ich verstehe das schon so ein bisschen. Na klar. Wenn jemand mit dir spielen geht. Die Leute warten alle darauf, dass der Regen aufhört. Was hast du vor? Okay. Wir springen uns jetzt hier so ein bisschen durch mit der Leertaste. Platschi, 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 platschi. Ich bin ein glücklicher Junge, der durch die Welt hopft. Oh, ihr könnt jetzt springen mit der Leertaste. Das macht uns glücklich. Ja, ich springe jetzt ein bisschen durch die Pfützen durch. Weil durch die Pfützen springen macht Spaß. Auch weil der hier. Ja, das ist die Pfütze. Okay. Nein, wir hören jetzt auf. Wir gehen einfach durch den Regen. Uns macht das nichts aus. Wir sind wahrscheinlich nachher am nächsten Tag erkältet. Das kriegen wir schon zu spüren. Wir kriegen das schon zu spüren. Das ist ein Pilz. Bäh? Bitte bäh? Okay. Okay. Oh, okay. Da ist ein Vogel und wird von einem riesigen Dingsfumps. Ist es ein Dachs? Ich glaube, es soll ein Dachs sein. Ich habe hier leider nicht so die größte Auflösung gerade. Das Spiel läuft, glaube ich, auf 614x480. Und da ist das alles bei mir ein bisschen klein geraten. Aber ihr seht das auch immer ein Stückchen größer. Ich kenne das ja von M-Ball her. Dass manchmal die Größenunterschiede sehr viel ausmachen. Der Vogel scheint glücklich darüber zu sein. Der Vogel scheint zufrieden. Und es kommt ja schon fast so mit dem braunen Haaren. Es erinnert mich schon fast an den Protagonisten aus To the Moon so ein bisschen, aber das bilde ich mir wahrscheinlich auch nur ein. Also diese Gedanken lassen wir weg, aber die braunen Haare stimmen dann schon mal. Aber das Haus stimmt, der hat in einem ganz anderen Haus gewohnt. Er war nicht im Block gewesen, er hat ja in einem wirklichen Familienbezirk hat er ja gewohnt mit einem eigenen Haus. Und außerdem hat er auch nicht alleine gewohnt, da hatte er ja auch noch einen Bruder. Bruder? Oh, ich glaube, es war ein Bruder gewesen. Auf jeden Fall hatte der liebe Kerl eine Familie gehabt, die war ein bisschen aufsichtlicher gewesen. Was ist los? Wollen wir nicht zum Vogel gehen? Nee, zum Vogel gehen wir anscheinend nicht mehr. Der macht einen Möp. Und wenn er Möp macht, dann sollten wir vom Vogel weggehen. Weil ein Vogel, der Möp... Oh, schon wieder der Dachs. Oh Mann, oh, blöder Dachs, weißt du? Die kann man nicht trauen. Hier, jump hinterher, Ninja-Action. Oh, jetzt geht der Vogel mit in den Sack mit rein, oder wie?
Kann ja wohl nicht angehen, ey, blöder Dax. Also sie lässt man nicht einen Moment, ne? Einen Moment passt man nicht auf und schon hast du dir den Dax wieder rangewirbelt. Der arme Vogel. Kannst ja wohl nicht sein. So. Ich glaube, er ist weg. Gehen wir mal weiter. Den Vogel weiß unser Freund natürlich nicht, dass er bei ihm mit dem Rucksack ist. Aber ich glaube, er ahnt da schon etwas. Na, ich hab's gewusst. Der Vogel. Vogel? Wo war das? Das war bei Bambi, war das gewesen. Da war ich immer Vogel. Weißt du mal gewesen. Konnte er niemals aussprechen, Bambi. In dem Film. Der war übrigens traurig gewesen. Das weiß ich, als Kind das immer ganz traurig fand. Warum verfolgt mich der Baum? Okay, geh ich halt hier oben lang. Geh ich halt jungeln. So, geh ich einfach mal hier oben lang. So. Mal sehen. Diesmal gehen wir einen anderen Weg entlang. Nämlich zur Tierklinik. Denn wir wollen immerhin unseren kleinen Flattermann auch helfen. Ob uns da geholfen werden kann. Aber ich denke, die sind das da gewöhnt. Ich hoffe nur, jemand ist da. Sieht aber nicht so aus. Nein, scheint niemand da zu sein. Das ist schade. Was machen wir denn da? Da müssen wir erstmal weitergehen. Weiter durch den Wald. Ich schätze, wir werden erstmal nach Hause gehen. Es sei denn, wir haben noch eine bessere Idee als diese hier. Aber nee, wir gehen in den Stadtbezirk wieder rein. Wie ihr ahnt, werden wir in den lieben Block 217... Nee, wollte ich schon... Das war nicht 217, das war anscheinend 152. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Diesmal sitzt da auch jemand. Oh, keine Tiere erlaubt. Oh, oh. Oh, oh. Verstanden, verstanden. Vogel bleibt draußen. Drin. Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. So, ich muss auf den... Typen aufpassen, okay. Ich hat das Spiel ein bisschen falsch reagiert. Das hat nicht damit gerechnet, dass ich sofort wieder zurückgehe. Na gut, ist ja nicht so schlimm. So, lass es rauf. Hier, ich drücke auf den Schalter. Wieso machst du das eigentlich nie selber, du blöder Typ? So, aber er drückt wenigstens, um nach oben zu fahren. Ist ja immerhin für etwas gut. Er hat nichts gesehen, oder? Okay, er findet es ein bisschen gruselig. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wenn mir so ein Junge mit so einem Vogel angedackert kommt, dann kann man nur hoffen, dass er mich jetzt nicht verpetzt, aber... Ich glaube, die Lage ist offensichtlich, dass er das höchstwahrscheinlich tun wird. Sehr, sehr geschickt gemacht, mein Freund. Aber ich sagte, dass mit dem Vogel, ich weiß nicht, wie lange das so gut geht. Dass du auch am Ende des Ganges leben musst, weißt du? Du hast echt Pech. So wird das natürlich nicht leichter. Ey, wie ist das total putzig animiert, ne? Muss man den ja einfach mal lassen. Cheep-Cheep-Vogel ist immer da. Und wisst ihr was? Das erinnert mich immer daran, dass Vögel nicht nur ein bisschen Cheep machen, sondern Vögel machen immer Cheep. Das habe ich gelernt. Von der Bio-Yashi. Die hat mir das beigebracht. Die hat selber nämlich zwei Vögel. Und die machen wirklich immer Cheep. Sondern wenn andere Menschen da sind. Also schätze ich mal, dass dieser Vogel auch gerade Cheep macht, weil auch jemand bei ihm ist. Ich glaube, sonst macht er nicht immer Cheep. Aber jetzt gerade macht er immer Cheep. So, gehen wir mal wieder ins Zimmer. Legen den Brief auf mit dahin. Warum auch immer wir die brauchen. So, ich will erstmal die Tasche weglegen. Nee, wir gehen direkt auf den Balkon. Von mir aus. Wenn das der Weg ist, den wir gehen wollen. So, Vogel, geh mal raus hier. Du bist hier frei. Was du nicht, wo du ihn mitgenommen hast? Mal ganz ehrlich, guck mal, aber wenigstens hat er die Tür jetzt aufgemacht. Du kannst jetzt rausfliegen. Tschüss, Vogel. So. Dann gehen wir mal gucken, ob er jetzt auch wirklich wegfliegt, weil ich traue diesem Vogelkram, traue ich ja nicht. Er macht ja immer Cheap hier. Nein, er bleibt auf der Leine. Och Mann, was machst du denn? Du sollst doch losfliegen. Ach, der ehrlich weiße Vogel. Was machst du denn, Vogel? Geh mal da runter. Wo wir denn jetzt. Wie machen wir denn jetzt weiter? Die gehe ich halt einfach raus. Okay? So. Ich beachte dich einfach mal nicht. Ich gehe einfach mal wieder weg. Okay? Vielleicht können wir ja hier irgendwas machen. Wir machen uns erstmal ein Bad ein bisschen fertig. Der Vogel geht schon voll ganz alleine wieder weg. Licht an.
So. Vielleicht erstmal spülen. Was ist da? Weiß nicht, was das ist. Ach so, ein Handtuch. Ach, Wasser. Wasser für den Vogel. Ja, klar. Aber dann kann er nicht mehr Cheap machen. Wenn er hier nicht mehr mit seinen Stimmbändern schieben kann, dann macht er gar nicht mehr Cheap. Also, Forel, ich habe für dich was zu trinken mitgebracht. Also, wenn du was zu trinken haben willst, habe ich dir was hier hingestellt. Ich hoffe, du freust dich drüber. Hier, Vogel, ja, trink was. Tschüssi. Ja? Na? Los? Los? Trink endlich. Sonst wirst du nicht groß und stark werden. Danke. Auf diesen Vogel kann man sich nichts verlassen. Gehen wir hier rauf. Es ist immer noch nicht Zeit. Wir gehen da. Ich glaube, er will erst mal was essen. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, unser Freund will was essen. Wer soll es ihm verübeln? Tja. Der kriegt das mit dem Vogel nicht so ganz aus dem Kopf, ne? Jetzt ist er weg. Tschüss, Vogel. Ich wette, er ist im Baum drin. Ja. Was hast du jetzt vor? Ich hab doch gesagt, er ist im Baum drin. Was machst du denn für eine Panik? Denkst du, er ist runtergefallen oder wie? Nein, er war niemals da gewesen. Doch, er ist wieder da, Powervogel. Okay, gruselig. Powervogel ist immer da. Gruselig. Powervogel. Gruselig. Gruselig. Powervogel ist immer da. Ich hab dich gesehen. Jetzt gibt es keine Bar mehr. So, mein lieber Powervogelfreund, ich habe hier was für dich mitgebracht. Und ich nehme das auch gleich mal mit. So, super auseinanderreißen. Und nach unten packen. Ja, wir haben ein bisschen die... Das Brot ein bisschen zerkleinert, ein paar Brotkrumen draus gemacht, damit der Vogel auch ein bisschen was vom Mampfen kann. Und schauen noch mal ein bisschen nach draußen. Die Aussicht ist schön. Und vielleicht sollten wir das einfach mal genießen. Okay, Vogel, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Du hast Trinken, du hast Essen. Du bist ein Vogel. Du machst immer cheap. Es ist 3 Uhr nachts, mein Freund. 3 Uhr nachts. Und du machst hier Krach. Nicht im Ernst. Dann gehen wir halt gucken, was er hat. Lässt sich ja nicht verhindern. So, was ist los da? Guck mal aus dem Fenster. Müssen wir nicht immer gleich rausgehen. Der flattert da ein bisschen nach links und rechts. Und was siehst du? Andere Vögel. Die aber nicht so sehr von Belang sind. Sonst wären sie nämlich nicht so verschleiert und silhouettenhaft. Oh, so Mann, ich will aber auch mit dem fliegen. Aber ich kann nicht. Weil der Vogel kann nicht fliegen, weil sein Flügel anscheinend kaputt ist. Der arme Vogel. Er kann nur so ein bisschen, aber kommt sein anderer Flügel, der funktioniert ja nicht richtig. Ihr seht es ja. Es funktioniert einfach nicht, es geht nicht. Er kann nicht fliegen. Der Arme. Kannst du so ein bisschen fliegen? Hm. Das ist natürlich schon auch eine gewisse Art und Weise traurig. Was werden wir hier gerne dagegen tun? Papierflieger kann fliegen. Bestimmt machen wir damit irgendwas, weil die Papierflieger. Das wird ja nicht so auch das Icon für das Startsymbol für dieses Spiel sein. Ich werde der. Papierflieger hat da sicherlich was mit zu tun. Der Vogel so, oh yeah, oh yeah. Ich hab nichts mehr zu trinken, ich hab nichts mehr zu essen. Gib mir bitte was. Hallo. Hast du was für mich? Geht einfach rein, weißt du, macht er sich nichts draus. Dem ist es egal. Er macht sich fertig, zieht sich an. Der Vogel so, yeah, ich bin der Superjumper mit meinem Regenschirm. So mache ich das in Zukunft immer. Okay. Ich kann mich hin und her bewegen. Cool, oder? Na denn. So einfach kann es gehen. So.
Ab na, weiter geht's. Wir machen das immer so. Weißt du, ich jump auch einfach immer aus meinem Balkon raus, den ich niemals besessen habe übrigens an der Stelle. Ich habe niemals in einem Blockhaus gewohnt. Nein! Ich bin bis auf die Wohnung, wo ich jetzt bin, bin ich niemals umgezogen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich immer heimisch gewesen bin in der Stadt, wo ich jetzt gerade lebe. Na, ob Glück oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst. Aber definitiv hatte ich nie lästige Umzüge gehabt in meinem Leben. Weil, Balkonhaus? In so einem Block wohnen? Ich weiß nicht. Naja. Ja, kann es heute helfen. Heute geht's. Und hoffentlich wird das dann was. Also, was sagst du? Kann man da was machen? Telefon? Ich hab's nicht ganz verstanden. Hier, nimm mal, was auch immer du haben wolltest. Ah ne, Bandage war das, glaube ich, gewesen. Also in der Art, ne? Okay, er braucht Napf. Du sollst Napf kriegen, mein Freund. Du kriegst Napf. Hier, nimm Napf. Hier, Napf. Okay, geil, sagt er sich. Ja, hier, bring mal Toilettenpapier mit. Wo ist ein Toilettenpapier? Ist das hier drin vielleicht? Da ist Toilettenpapier. Ich weiß, es ist kein Toilettenpapier, aber es sieht aus wie Toilettenpapier. Mal gucken. Mal sehen, ob Vogel wieder gesund wird. Macht Flatter die Flatter, macht immer. Flatter die Flatter. Wie macht ein Vogel? Er macht Flatter die Flatter. Flatter die Flatter. Hier, Vogel, hier, Arzt, hier, ne? Maste. Hier, Rucksack. Wir kümmern uns um den. Ja, auf jeden Fall. Die nimmt sich jetzt der Sache an, anscheinend. Also bis denn, Vogel. Hoffentlich wirst du gesund. Süß. Na, immerhin. Er braucht einen Vogelkäfig. Ja, das verstehe ich. Sag bloß, er rennt wieder hinterher. Nein, die beiden gucken sich aber wieder doof an. Da hast du deinen Vogelkäfig. Na, die beiden sind wieder verschwunden. Oh, dieser Junge ist ja gewitzt, ne? Dieser Junge ist ja gewitzt. Na. Ne, er rennt mit dem Vogel weiter. Das ist seiner und er wollte ihn gerne wieder mitnehmen. Na gut, immerhin ist er jetzt bandagiert. Und jetzt hofft er natürlich, dass jetzt alles besser ist und dass er jetzt schon wieder fliegen kann. Dass er jetzt wieder freilassen kann, aber das funktioniert natürlich immer noch nicht. Das geht nicht. Funktioniert so nicht. Das dauert seine Zeit. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, mein Freund, aber... sowas heilt sich nicht von 0 auf 100. Damit müssen wir noch ein bisschen warten, da muss man ein bisschen Geduld für aufbringen. Wunden müssen heilen und Zeit heilt die Wunden. Zumindest in dem Fall. Eigentlich verringert Zeit nur den Schmerz in den meisten emotionalen Dingen. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Das ist meistens eine blöde Ausrede. Aber in dem Fall braucht der Körper nun mal praktisch, theoretisch Zeit, sich zu heilen. Das ist einfach so. Aber das darf man nicht auf das Allgemeine beziehen. Und in der Schule sind wir nun wieder zurück und mein lieber Freund bastelt wieder ein Papierflieger. Und, was macht er mit dem Papierflieger? Wirft den jetzt dem Vogel entgegen, oder was? Soll ihn fangen. Ah, ja. Okay. Oben oder unten? Hier, Vogel, fang ihn mal. Yeah! Fang ihn, Vogel! Okay, jo, geil, denkt sich der Vogel. Ich nehme den jetzt mit. Ey! Das ist so eine Gemeinheit, aber... Schnappt den Vogel! Okay, wir schnappen, wir müssen den Vogel hinterher rennen, weil der haut ja mit unserem Papierflieger ab. Also unwitzig finden wir das ja auch gar nicht. Eigentlich haben wir auch ganz großen Spaß daran, gerade den Vogel hinterher zu rennen. Also Vogel, bleib stehen. Oh, auf einmal sind wir in dem Wohnzimmer. Auf einmal. Aber wir sind zu Hause, ihr merkt das schon von der Einrichtung her. Das ist ein Zuhause. Aber auf einmal zu Hause. Auf einmal. Auf einmal.
zu Hause. Nimm ihn mit. Schmeiß ihn an den Kopf. Nein, wir sind zu Hause. Und seine Eltern sind nie da. Sein Vogel ist die ganze Zeit mit da. Ein Vogel setzt sich mit zu ihm. Das ist ein geiler Vogel. Ich finde es gut, wie bei den Fernsehen die ganzen Standard-Sounds vom RPG-Maker benutzt werden. Vielleicht sogar eine kleine, wie soll ich sagen, so ein kleiner Cameo-Auftritt des Original-RPG-Makers von den Sounds. Das Spiel wurde ja, glaube ich, auch in der modifizierten Engine vom RPG-Maker gebaut. Bin mir nicht ganz sicher. Platsch. So, was müssen wir machen? Oh, hier. Wir gucken, wer mehr platschen kann, oder wie? Okay. Ich kann mehr platschen als du, du scheiß Vogel. Ja, Vogel, willst du dich mit mir anlegen? Ich bin der Meisterplatscher. Na, Vogel, kannst du gegen mich gewinnen? Oh, ich hab mehr geplatscht als du, ne, Vogel? Scheiße, wa? Vogel, ja, wer ist hier der Meisterplatscher? Okay. Oh, jetzt hast... Weißt du... Brauchst du nicht erschrecken, Vogel? Weißt du, ich krieg auch meine Erkältung, wenn ich hier die ganze Zeit blöd herumspiele. Und wir wiederholen das jeden Tag. Weil das macht Spaß. Das machen wir nicht nur einen Tag. Wir spielen gerne mit Vogel zusammen. Vogel ist unser Freund. Oh nein, Vogel. Oh, Vogel ist der Super Water Rider. Okay, nicht mehr. Aber hier, wie man sehen konnte, hält er auch einen kleinen Vortrag. Sehen und sprechen. Aha. Ich schätze mal, das soll so wie das, was da gerade an der Tafel ist, das heißt einfach so viel wie, ist wahrscheinlich eine kleine Aufführung, beziehungsweise Aufsatz, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie nennt man das nochmal? Ein Vortrag. Entschuldigung, mir war das Wort gerade gefallen. Ein kleiner Vortrag darüber, über diesen Vogel, den sie wahrscheinlich halten. So, und er hat sich wahrscheinlich seinen Vogel als Thema ausgesucht. Warum auch nicht? Mal sehen, was die Lehrerin dazu sagt. Gleich hat hier was dazu zu sagen. Was soll das, hä? Was soll das? Denkt sich die Lehrerin. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach Hause. Ich setze mich wieder auf meinen Stuhl. Darf ich auch nicht. Wo ist denn der Vogel hingeflogen? Mir egal, ich gehe ihn suchen. Autodriver. Ja. Wir haben uns ein Eis geholt mit unserem Vogel-Freund. Und die Entenfamilie ist auch da. Die entet so vor sich hin. Sie so, ja, Mann, wir sind gerne hier im Teich und schwimmen herum. Und der Vogel kriegt auch ein bisschen Eis und der kann das Eis irgendwie alleine heben und der Vogel mag gerne Eis und tja, manchmal sucht man sich halt sehr eigenartige Freunde in sein Leben aus. Warum auch nicht? Hey, wir müssen den Entenschwamm hinterher. Schnell, wir müssen hinterher. Ey, sei mal ein bisschen freundlicher, lieber Autofahrer. Ne? Das ist nicht alles so selbstverständlich. Oh, jetzt gehen wir auf die Schaukel, oder wie? Als wenn der Vogel dafür, wenn der Vogel irgendwie dafür, Dingens wäre. Oh Mann, was macht der Vogel denn? Alle sollen gucken kommen, oder wie? So. Achso, wir wollen jetzt wippen. Okay. Na, wir will wippen kommen. Yeah, super Wipper, wir fetzen in die Luft. So derbe hat noch nie einer gewippt wie wir. Okay. Warum nicht? Schätzen wir, der Mond ist auch ganz schön. Tschüss, Mond. Dort fühle ich mich übrigens sehr heimisch. Tschüss. Aber auf der Erde ist es vielleicht auch ganz schön. Vielleicht sollten wir hier bleiben. Na, schreiben wir mal wieder was auf. Und die nächste Runde. Die glücklichen Tage gehen weiter. Schmeiß den Kram. Ja, nimm das, Vogel. Okay, der Vogel hat es wieder abgewehrt. Weißt du, er ist Meister der Parade, ist der Vogel einfach. Ist ja unglaublich, ist das ja, wie der alles hier paralysieren, genau. Wie der hier alles parodieren kann, das ist ja verrückt. Was nun? Ich meine, das kann nicht die ganze Zeit so glücklich weitergehen. Ich traue das Spiel nicht so ganz zu. Ich glaube, ein bisschen tragisch wird es hier noch. Was soll denn haben? Bestimmt wieder Brot für den Kleinen. Ich sehe schon kommen. Ja, das dachte ich mir. Und nun bezahlen wir das bitte noch. Na, du musst es bezahlen. Danke. Nicht, dass wir das vergessen. So, gut. Sonst kriegt er bestimmt gleich wieder Mecker. Und wir gehen rüber. Um uns rum Waldlandschaft. Natürlich. Wir müssen hier nochmal ein bisschen durch den Wald durchgehen. Ich bin mir recht sicher, dass wir das müssen. Um hier weiterzukommen. Ja, ich schätze mal, wir werden hier aber oben lang müssen. Da, wo der Weg ist. Der steinerne Pflasterstein. Der steinerne Pflasterstein. Es gibt nicht auch hölzernen Pflasterstein, müsst ihr wissen. Zeigt uns den Weg, wo wir lang gehen müssen. Wir werden ihm folgen.
Was wird geschehen? Wir werden uns da wieder hinstellen. Das ist der Vater, wo wir den Vogel zuerst mal getroffen haben. Das weiß ich noch ganz genau. Das sehe ich an dem Pilz, den sie extra als Zeichen dahin gemacht haben. Es ist ein Pilz. Für mich sieht es aus wie ein Pilz mit dem Baumstamm zusammen. Das haben die nicht umsonst gemacht. Man soll sich natürlich daran erinnern. Genau. Da haben sie sich damals zum ersten Mal getroffen. Eine schöne Erinnerung, glaube ich dir gerne. Es sind manchmal die merkwürdigsten Orte, wo wir unsere Freunde kennenlernen. Nanu? Was ist mit ihm? Was willst du mir sagen? Ja, der kann fliegen, mein Freund. Er kann's nicht. Verstehst du sein Problem so langsam? Erstmal wieder zu Hause ankommen, das Brot mitgebracht. Und wir schauen mal aus dem Fenster. Ist der Vogel da? Ah, sieht gut aus. Sieht das alles okay? Also müssen wir büffeln, oder? Nö, wir packen das Buch anscheinend ein diesmal. Und nun? Nehmen wir das Buch etwa mit? Lernen wir draußen? Scheint so. Ich muss sagen, das Spiel bringt mich wirklich jetzt schon sehr zum Schmunzeln. Ich fände es wirklich sehr schön bis jetzt schon. Ich mag die Geschichte. Da sind wir hier oben. Ja, wir waren schon relativ weit oben gewesen, auf dem Dach. Oh, jetzt ist es wahrscheinlich ganz oben hin. Würfeln wir jetzt hier oben, oder wie sieht's aus, mein Freund? Ich weiß es nicht. Wir bauen wieder Papierflieger. Damit sind wir aufgewachsen. Wir haben damit die ganze Zeit gespielt mit diesen Papierfliegern. Und der Vogel auch. Also, wir mögen die. Wir mögen Papierflieger. Warum auch nicht? Jetzt hat er zwei. Drei. Ich wette, ich weiß, was unser Freund hier macht. Der baut sich gerade einen riesen Papierflieger. Ich sag's euch. Ich hab's gewusst. Ich sage, das wird ein riesiger Papierflieger. Aber schaut selbst. Die letzte Seite reicht so gerade eben aus für das letzte Stück. Eine gute Idee, mein Freund. Wahrlich traumhaft. Falten wir ihn noch. Der Vogel hilft beim Falten, wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr eifrig, die beiden. Das Ganze, was er schon sehr lange tut, einfach in Mega-Format, wenn man so möchte. Das ist auch schön so. Denn nun gehen wir auf eine Reise. Ich hab's gewusst. Ich wusste, dass sowas kommen würde. Das war nämlich im Trailer drin gewesen. Das habe ich nicht gesehen. So ehrlich muss ich ja sein. Aber wohin fliegen wir? Das weiß ich wiederum nicht. Das bleibt mir verborgen. Aber erstmal in die Wolken. Wir fliegen nach vorne. Nach oben und nach vorne. Immer weiter. Wir können auch Alt drücken anscheinend. Wir können auch... Ah, wir können die Leertaste drücken, um schneller zu fliegen. Nach oben und unten fliegen wir durch die Stadt, durch die Wolken, in den blauen Himmel. Und wir kommen in eine sehr bergige, waldliche Landschaft. Ein sehr, sehr unüblicher Platz, aber wir sind ja auch schon sehr weit geflogen. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Unter uns ein kleines Stück Erde auf dem Himmel. Oder im Himmel, wie ihr wollt. Was seht ihr da? Ein Nest! Ah, dieses Nest wird leider schon bewohnt, mein Freund. Aber schön mal, vielleicht den anderen einfach mal Hallo zu sagen. Okay.
ein Nest, das nicht bewohnt wurde. Suchen wir nach noch mehr Nestern? Gehen wir auf Nestsuche? Ist es das, was sie gerade tun? Oh, eine sehr, sehr urlaubartige Landschaft. Sehr, sehr karibisch, wenn man so möchte. Ja, da sind auch schon die Palmen. Auch hier oben ist ein Nest. Aber auch das ist bewohnt. Tut mir leid, mein Freund. Auch das steht nicht für dich frei. Das war das zweite von 5 Nestern. Vielleicht finden wir noch ein weiteres. Irgendwo werden wir vielleicht für dich Platz finden. Vielleicht willst du auch einfach nur jemanden zum Hallo sagen da haben. Oder jemand, der nicht schon einen Freund hat. Vielleicht willst du einfach nur zu deinen Artgenossen. Hier wären wir eine sehr, sehr wüstliche Landschaft. Wirklich wüst. Wie eine Wüste halt. Aber auch hier sind leider schon unsere Vogelfreunde. Tut mir leid, mein Freund, wir finden nicht wirklich was für dich momentan. Das ist natürlich schade. Aber wir geben unsere Suche noch nicht auf. Wir haben immerhin noch Super Amazonas Land. Und in Super Amazonas Land gibt es immer Platz für Vögel. Siehst du, da sind sogar Eier drin. Super Amazonas Land. Aber da wo Eier sind, ist auch ein paar. So einfach ist die Regel da leider. Nun denn. Unsere letzte Chance. Wie sieht's hier aus? Dieser sehr, sehr... Wie soll ich sagen? Ist schon fast so ein bisschen... Ist schon so ein bisschen wie Reisbau aus und auf dem Feld. Aber nur so ein bisschen. Nicht wirklich. Plateauartig. Oh, wir haben das Netz gar nicht gesehen. Tut mir leid, mein Vogelfreund. Ich lande mal ein bisschen weiter unten. Ist es weiter oben? Ich weiß es nicht. Doch, hier ist es. Ja, aber da... Die hat auch kein Nest für dich frei. Ach, sei nicht so traurig. Wir haben doch immer noch uns. Immerhin. Fliegen wir weiter. Wieder nach Hause. Das war ein langer Ritt gewesen. Boah, ich bin auch schon ganz müde. Ja, müssen wir auch langsam wieder ins Bett gehen, ne? Können nicht ganze Zeit wegbleiben. Und wie aus Zauberhand fliegen die ganzen Seiten wieder in sein Buch rein. Immerhin. Muss er damit ja auch noch arbeiten. Die Welt ist so groß. So viel zu entdecken. Manchmal kann man einfach ewig lang vom Balkon starren, in meinem Fall aus dem Fenster, und einfach ein bisschen gucken. Jetzt gerade regnet es gerade. Ja, du guckst schon ganz schläfrig. Aber hier hat schon jemand gewartet auf dich. Ja, wer das wohl war. Ja, die Person kennen wir schon. Gehen wir mal ganz schnell weg hier. Weil so mit dem Vogel geht das natürlich nicht, ne? Das kann man nicht machen. Also versteck dich lieber gut, mein Freund. Wir nehmen einen anderen Weg, okay? Der Weg in unser Schlafzimmer also. Gehen wir mal lieber an unseren Schreibtisch wieder. Der Wecker klingelt. Aber wir haben ja auch gleich wieder ausgeschlagen, wie ihr sie hören konntet. Kein Ding. So. Also. Bereit für die Schule? Wie sieht's aus? Ja, die Schule ist diesmal wieder der Wald. Gefolgt von der Straße. Es ist grün. Ich darf diesmal rübergehen. Na, ich habe diesmal drauf geachtet. Und ab ins Klassenzimmer? Nee, noch nicht. Diesmal nicht. Aber jetzt. Die anderen müssen hier noch nicht alle nicht in meine Klasse, aber ich gehe in meine Klasse. Aber es ist gar keiner da. Aber es wird miteinander geredet. Oh oh. Ja, jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Renn um dein Leben. Würde ich mal so sagen. Ja, am besten da rein. Da finden sie dich sicherlich nicht. Doch, leider doch. Okay, lustige Benny Hill Musik.
immer durch Türen reingehen und raus. Oh, sind ineinander gerade, ganz klassisch. Ich stelle mir das echt. Die Enten sind einfach mit dabei, das fällt ja auch nicht auf. Genau, du gehörst zu den Enten. Kein Ding. Oh nein, die Enten haben mich verraten. Schnell weg hier. Ey, geil, Super Mario 3 Prinzip. Wenn du in die Röhrenwelten links rausgehst, kommst du rechts wieder raus. Rein, meine ich. Ja, du hast die Idee wahrscheinlich schon. Geh außerhalb der Grenzen. Kannst springen wie Mario. Ja, ich wusste es. Und Koopa-Modus. Ey, weißt du? Oh, verdammt, hat nicht funktioniert. Aber du hast gelernt. Du hast gelernt, natürlich. Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Was zur Hölle? Alter! Kannst du damit aufhören? Das ist ganz schön gruselig. Oh mein Gott. Das war sehr interessant gewesen. Ich glaube, ich habe die Metapher dahinter nicht verstanden am Ende. Vielleicht soll ich darüber nicht zu viel nachdenken. Vogel, hilfst du mir bitte? Ich bin leicht verwirrt. So ein ganz bisschen verwirrt. Nur so ein ganz bisschen bin ich verwirrt. So ganz leicht. Naja, wir sind ja da. Ist alles okay. Vogel! Komm schon. Wir haben noch was zu tun. Was ist denn los, Vogel? Dein Flügel macht noch nicht immer noch nicht das, was er soll. Es muss übrigens sehr schwer sein, ein Spiel zu machen, das ganz ohne Worte auskommt, weil ihr dadurch eben halt die ganze Zeit zu tun hat, das Spiel weiterzubauen. Bei Texten habt ihr halt etwas, was das Spiel automatisch ein bisschen länger macht, ein bisschen interessanter macht. Aber wenn ihr nur mit, wirklich nur mit Sound und mit Bewegung arbeiten könnt, dann ist es eine ganz andere Sache, interessant zu sein. Ohne Sprache auskommen. Ohne das Selbstverständlichste, dieses Mittel, was man halt im Leben besitzt, ist halt eine hohe Kunst. Und dass sie das hier so gut zeigen, das gilt es wirklich zu respektieren. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von. Aber die Personen, die mich kennen, die wissen das wahrscheinlich auch schon. Es regnet. Ja, danke. Nehmen wir auch diesmal bitte auch mal den Regenschirm mit. Und nicht nur wieder, um drunter zu springen aus dem Balkon. Du passt also auf über auf dich. Wenn du den Vogel dabei hast, dann ist dir das nicht mehr so scheißegal. Das finde ich sehr, sehr beachtlich von dir, mein Freund. Es ist sehr, sehr respektabel, dass du auf deinen Vogelfreund aufpasst. Ah, es ist gelb. Okay, gut. Können wir so rübergehen. Anscheinend sind die Ampeln gerade nicht geschaltet. Weiterer regnischer Tag. Und ein weiteres Mal nicht ins Klassenzimmer anscheinend. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir ins Klassenzimmer müssen, aber nee. Wir gehen wahrscheinlich oben lang. Ich sehe das schon kommen. Nee, das ist der Tierarzt. Ah, er wartet schon wieder auf uns. Da kommen wir nicht vorbei. Du weißt, dass wir da nicht vorbeikommen, mein Freund. Es gibt keinen Weg. Da, wie wir da gesessen haben. Ich weiß, es ist sehr, sehr dunkel und sehr, sehr karg für dich. Ich weiß, wir haben auch viele Erinnerungen gehabt mit unserem Vogelfreund, aber irgendwann musst du halt loslassen. Kannst sie nicht für immer behalten. Da wird der Regenschirm fallen gelassen. Oh, da wird jetzt gerannt. Der wird ihm nicht weggenommen. Das ist seiner. Oh, oh. Von dem Schirm, da kommt links jemand. Lehrerin und die beiden zusammen. Nee, flüchte in den Wald. Renn und erlebe, mein Freund. Renn! Nein.
Da wird ganz schnell der Flieger wieder zusammengebaut. Uns kriegt keiner. In unserer irrealen Welt, außerhalb jeglicher Realität, werden wir flüchten. Vor dem Alltag, vor dem, was uns treibt. Vor dem, was uns im Bann hält. Was uns eine Leine über unseren Hals legt. Der Inhalt der eigenen Gedanken ist man frei. Und deshalb flüchten wir jetzt. In einer stürmischen, blitzigen Nacht. Während die Konfi anruft. Währenddessen rufen wir an. Das war sehr gruselig gewesen. Ich gebe zu, es war sehr gruselig gewesen. Aber auch da muss man manchmal durch. Denn manchmal, das war so der kleine hier Scream-Dingens gewesen. Das war die sogenannte, oh nein, mein Flieger gekommen. Das war die sogenannte Public-Comfy gewesen. Die sind voll verrückt. Die klingen auch um die Uhrzeit durch. Habt ihr das auch mal gesehen? Um 8.58 Uhr, oh, das war's mit unserem Flieger. Klingeln die auch mal durch. Das hat man davon, wenn man sich offline stellt, dann kommen die Anrufe leider durch. Nun denn, wir sind abgestürzt. Das ist ein ewiger Fall. Zettel zerfallen. Die stürzen ab. Wo ist unser Freund der Vogel? Wahrscheinlich noch in der Tasche. Jedes einzelne Watt. Jedes einzelne Stück Struktur in sich zusammengefallen in diesem Unwetter. Die Flucht gescheitert. Aber ein Blatt verbleibt. Vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Immerhin stehen wir wieder auf. Aber wo ist unser Freund der Vogel? Das ist hier die Frage, die wir uns hier gerade stellen. Vogel? Da ist unsere Tasche, da müsste auch unser Vogelfreund drin sein. Ich hoffe doch. Da hat ein Vogel einen anderen Vogel mitgenommen. Nun wippt er da. Alle schauen zu. Aber er hat keine Lust. Er will gar nicht wippen. Er hat gar keine Lust mehr dazu. Jo. Ich schwing dir auch gerne zu. Wir sind anscheinend jetzt... Jetzt sind wir anscheinend beliebt hier in der Schule. Man mag uns anscheinend doch wieder. Aber irgendwie ist das nicht so ganz das, was wir wollen. So scheint es mir schon fast. Wir haben jetzt zwar sozusagen in der Zwischenzeit das erreicht, was wir haben wollen. Wir sind beliebt anscheinend hier in der Schule. Man mag uns. Das habe ich schon fast gedacht. Ich wollte schon nach oben gehen. Hier ist noch ein Stück Papier. Und hier ist auch wieder der Platz, wo wir ihn zuerst mal getroffen haben. Wohin mit dem Stück Papier? Aha! Hier, wo wir losgeflogen sind. Ich verstehe. Aber wir gehen weiter. An den großen Bäumen vorbei. Der Weg wird uns geebnet. Es gibt nichts, was uns aufhalten kann.
wie dieses Stück Papier, was wir dort gefunden haben. Gehen wir nach Hause. Nach Heim. Aber leider, ja, die Welt ist grau geworden. Der Wichtigste für uns hier, der ist nicht da. Forel ist nicht da. Das macht einen traurig, weil... Bis am Anfang wollte unser Freund einfach nur ein bisschen warten und ein paar mit Freunden spielen, aber da wollte niemand so wirklich. Wollte ein bisschen Spaß im Leben haben. Er hat viel gemacht und viel gebüffelt. Und dann war dann eben halt auf einmal so ein Freund der Vogel da. Und jetzt wird es auch schon wieder grauer hier in dieser Welt. Es ist ein sehr, sehr grauer Alltag. Es ist alles nicht mehr wichtig. Diese eine merkwürdige Freundschaft, die anders war, die war halt. Die ist ihm ans Herz gewachsen, diese merkwürdige Freundschaft. Aber auch wenn sie noch so merkwürdig gewesen ist, ist sie ihm ans Herz gewachsen. Denn irgendwas hatte sie, irgendwas Einzigartiges. Auch wenn es so ein blöder Vogel war, aber er hat halt seinen Spaß gehabt und der Vogel... Hat ihn der Vogel halt verstanden und jetzt trauert man natürlich hinterher. Das erinnert mich total daran, wie ich damals, als wir noch drei Katzen zu Hause hatten, als ich noch sehr jung war, da war ich 12 Jahre alt. Da war nachher, die erste war nachher gegangen, aber konnte ich noch einigermaßen gut leben. Ich hatte ja noch zwei, danach haben wir die anderen zwei weggeschickt. Einfach aufgrund dessen, weil wir keine wirkliche Zeit mehr für die hatten. Zumindest, meine Mutter in dem Fall nicht. Das ist halt, in dem Fall natürlich, ich war darauf vorbereitet. Er war es nicht, er stellt jetzt trotzdem was bereit. Ganz normal, falls für den Fall, dass er irgendwie wieder hierher kommt, sein Zuhause sucht. Wird trotzdem alles wieder vorbereitet, so habe ich es auch gemacht. Und nun macht er all das, was er vorgemacht hat, halt alleine. Und es wird nichts wirklich gemacht bei sich im Zimmer. Die Zettelage bleibt liegen. Er guckt einfach nur nach draußen. Aber wir bauten einen Papierflieger, wie immer. Und den schickt er jetzt wahrscheinlich auf Reisen. Aber die Welt ist eh grau und grau. Wir hören das leise Zwitschern im Hintergrund. Ja, was... Manchmal baut man halt sich sein ganzes Leben auch sowas auf. Wenn man dann diese eine Sache gefunden hat, die man haben will im Leben. Dann kommt einem manchmal alles andere drumrum, alles noch grau vor, man will nichts mehr anderes mehr sehen. Also hier sieht es auch sehr unordentlich aus. Aber man hört etwas. Oh, mach dir keine falsche Hoffnung, nicht, dass er das gleich nicht ist. Es ist wieder kurz vor 3. Lass mal gucken gehen, vielleicht haben wir Glück. Ich denke mal nicht. Oh doch, wo ist er? Wie hat das denn hergeschafft? Ey, geil! Schön! Ist wieder da! Ach, sag bloß! Sein anderer Freund hat ihn gebracht, oder wie? Kann er denn jetzt auch fliegen? Ja, kann er! Hey, schick! Es funktioniert alles! Der ist wieder heil! Der kann wieder fliegen! Wahrscheinlich hat er auch deshalb, ist er deshalb nie aufgeprallt mit dem Papierflüsser. Nein, er konnte wirklich fliegen! Dann gehen wir mal zu ihm. Ich glaube, wir können jetzt die Bandage abnehmen, oder? Ja. Fühlt sich wahrscheinlich gleich viel besser an.
Ist genauso, als wenn man irgendwo ein nerviges Pflaster irgendwo drauf hat. In dem Fall natürlich auch eine Bandage und das halt einfach einen total einengt, ne? Und denn, blauer Vogel, was willst du noch sagen, jetzt wo unser anderer Freund weg ist? Uns wird was mitgebracht. Ein Papierflieger. Ach, den wir geworfen haben. Und er hat ihn wieder zurückgebracht, wie in den alten Tagen, wo wir ihn schon die ersten Male zugeworfen haben. Und jetzt soll er wieder weiterschmeißen und er fängt ihn wieder auf. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das wäre... Oh, wie putzig. Eine wahrlich einzigartige Freundschaft. Aber auch er hat seinen Kumpel gefunden. Wer weiß, vielleicht hat er ihm geholfen, vielleicht hat er ihn wieder aufgebaut, vielleicht hat er ihn beschützt in den schweren Tagen. Hinfort mit dir. Flieg. Errungenschaft freigeschaltet. Tomorrow. Das ist übrigens die einzige Errungenschaft, die dieses Spiel hat, lustigerweise. Das ist auch gut so. Denn mehr als das Spiel sich anguckt haben, das ist schon viel erreicht. Das war eine sehr schöne Geschichte gewesen. Unser kleiner Freund hat unseren Kollegen aufgeholfen. Er hat ihn in einer einzigartigen Freundschaft, also ich kann es nicht oft genug sagen, in einer wundervollen Art und Weise hat dieses Spiel gezeigt, dass alles funktionieren kann. Also wirklich, wenn man nur stark genug daran glaubt, dann ist das alles manchmal gar nicht so kompliziert im Leben. Dann kann das alles funktionieren. Natürlich, das ist alles natürlich eine Fiktion. Das ist natürlich alles. So, natürlich kann man sich niemals eine Freundschaft mit einem Vogel aufholen. Klar nicht! An dem Bild sieht man halt, dass ihm halt alles möglich sein kann. Und der Junge, der war alleine gewesen. Der Junge, der hatte sich halt, der hatte halt trotzdem ein gutes Herz gehabt. Der hat damals ihm bei dem Dachs geholfen. Der hat ihn davon weggetrieben. Und das hat ihn der Vogel halt niemals vergessen. Gerrit Voss hat das sogar übersetzt. Mit SZ. Ist das nicht wundervoll? Ist ja, das Spiel ist wie für mich gemacht dann also. Wer ist Gerrit? Und nun hat unser Freund, der Vogel, mit seiner neuen Partnerschaft seine ganz eigene Insel gefunden, wo er sich jetzt sein ganz eigenes Nest aufbauen wird. Es ist morgen. Und du? Kannst du ein weiteres Papierflugzeug eines Tages gleich wieder loswerden? Auf jeden Moment? Was wirst du tun? Was geht gerade in deinen Kopf vor? Er packt es ins Buch mit rein. Okay, das ist schön. Also das ist wirklich, das ist echt rührend. Dass er den Flieger, den der Vogel zurückgebracht hat, dass er den wieder zurückgelegt hat. Ja. Finding Paradise. Wird so das neue Spiel heißen? Erscheint eines Tages. Okay, schön. Damit hätte sich meine Frage von Anfang der Aufnahme beantwortet. Finding Paradise. Es wird um diesen Jungen gehen. Wir haben erlebt, was er in seiner ersten Phase erlebt hat in seinem Leben. Was wird des Weiteren passieren? Was wird uns die komplette Geschichte bei Finding Paradise bereithalten? Ist das vielleicht nur ein Projektname? Wird das Spiel wirklich so heißen? Ich weiß es nicht. Das Ganze hier war komplett blind gewesen. Und es war eine schöne Erfahrung gewesen. Gerade aufgrund dessen, weil es voller Fantasie gewesen ist, weil es auf eine metaphorische Art und Weise gezeigt hat, mit vielen bildlichen Vergleichen, dass in diesem grauen Alltag, den wir haben, wir uns auch immer ein Stückchen Glück für uns selber in unserer kleinen eigenen Welt zu uns selber holen können. Manchmal auch ganz weit ab von all den Stress, weit ab von all den komplizierten Dingen im Alltag, die wir uns manchmal so aufbereiten. Und doch ist doch die ganze Welt sehr einfach. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch selber bereitet, damit beigehalten.
Wir sehen uns bei unserem nächsten Projekt. Und ich fand dieses Spiel sehr schön. Vielen Dank nochmal an den lieben Felix, dass er das für mich bereit gehalten hat. Schön. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht findet auch ihr eines Tages, ganz vielleicht eines Tages, werdet ihr auch einen sehr, sehr merkwürdigen Fund machen in eurem Leben. Und schneller als ihr sehen könnt, wird dieser merkwürdige Fund euer Leben sehr, sehr lange bereichern. Das Glück kommt immer da, wo man es am wenigsten erwartet. Tschüss.